Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Until Dawn. Fuck. Sie lebt. Jess, Alter, wie lange haben wir die nicht mehr gesehen? Sie lebt. Leute, beeilt euch, wir müssen zu Mike. Na los! Ich glaube, das wird so schnell wie geht. Ich komme kaum vorwärts, Leute. Geht doch lieber ohne mich weiter. 5.16 Uhr. Wir lassen dich nicht hier. Nein, Chris, wir lassen dich nicht hier. Wir bleiben zusammen. Mike muss dann eben warten. Ist so, Alter, wir lassen ja niemanden alleine laufen. Okay, dann wollen wir mal. Schneller humpelnd, als es möglich ist. Scheiße, Alter. Was ist denn jetzt mit Jess noch los? Boah, die gestrige Folge war ja so heftig, Leute, ne? Alter Schwede, ich fand, das war mit Abstand die heftigste Folge bisher im Katzen Let's Play. Holy shit. Und ich hoffe, dass der Hund nicht wegen uns gestorben ist, immer noch. Alter Schwede, ey. Haben wir hier. Shit. Mike hat sie hinter sich verschlossen. Kacke. Es muss noch einen anderen Weg geben. Der andere Weg scheint also hier zu sein. Hey, was ist hiermit? Also, sollen wir es versuchen? So viele andere Möglichkeiten. Haben wir nicht. Ja. Okay, dann wollen wir mal. Frage ist, ob das so eine gute Idee ist, aber wir haben eben keine andere. Okay. Okay, das ist in etwa der letzte Ort, an dem ich jetzt sein möchte. Und wer geht zuerst? Nach euch. Nicht schlecht. Meinst du, das ist der Tunnel zum Sanatorium? Ja, wo soll er denn sonst hingehen? Hoffentlich nicht in den Tod. Chris, du bist zwar verletzt, aber beeil dich, okay? Ich versuch's ja, Ash. Am besten das Ding hinter einem zumachen, oder? Dass er nichts mehr mit rein kann oder raus kann halt. Gut, aber andererseits kommt man noch nicht mehr raus, falls das wäre. Hey, wir sollten das schließen, oder? Ja. Ich meine, was, wenn uns was folgt? Ja klar, mach zu, aber wir müssen jetzt weiter. Kannst du dich beeilen, bitte? Ja. Na, toll. Da passiert doch was. Ach, Gott sei Dank nicht. Oder sind die anderen jetzt weg? Leute, wollt ihr mich verarschen? Als ob ihr habt doch jetzt bitte auf uns gewartet. Sind die einfach so weit nach vorne gegangen? Ey, ich glaub's nicht. Was ist denn bei euch los? Es ist einfach sackfinstere Nacht, ey. Man sieht echt gar nichts. Jess. Hallo? Wer ist da? Ist da jemand? Jessica! Bist du das? Stimme untersuchen zur Gruppe. Ach du Scheiße. Ich weiß nicht, was sollen wir machen? Ich glaube, das will jemand, dass ihr folgt. Wir gehen zur Gruppe. Hallo? Weil ich glaube, das Ding will, dass wir da hingehen. Das ist eine Falle. Ich hoffe es zumindest, dass es so ist und dass wir sie später noch retten können. Oh Gott!
Vielleicht Mike ja sogar. Da unten liegt was. Wir können es aber leider nicht aufheben. Alter, und ich sehe gerade gar nichts. Hier. Oh mein Gott, endlich. Ich hatte eine Scheißangst. Wir auch. Warum sagt sie denn noch nichts von der Stimme? Da. Oh nein. Wow. Die Leiter ist hin. Wir schaffen es niemals darauf. Nein, nein, nein. Ich glaube, ich schaff's. Ich glaube, ich kann das. Ist wie eine Felswand. Ich klettere weiter. Geh du doch zurück zur Lodge. Ich muss zu Mike. Viel Glück. Und wir sind wieder allein unterwegs. Juhu, juche, ich freue mich. Nicht. Sam, Mean, 5.35 Uhr. So dumm, wie es sich jetzt anhört, ne? Aber es ist halt jetzt auch die Frage, ist Sommer- oder Winterzeit? Wann wird's hell? Boah, Alter, der letzte war heftig. Ach komm, scheiß drauf, wir sind mal risky drauf. Wow, ich darf bloß die Quicktime jetzt nicht verkacken. Okay, sehr gut geschafft. Geschafft. Ich habe es voll drauf. Oh ja. Und hier wieder runter direkt. War da vorne jetzt schon Josh oder? Nee. Was war das, Alter? Hallo? Ach du Schande, was ist das denn jetzt? Ich laufe einfach nur, ne? Ich will einfach nur durchlaufen. Einfach weg hier aus dem Ort. Vielleicht ein bisschen frische Luft. Schnappen. Hier ist eine Tür. Kriegen wir die auf? Nee. Okay, mit dem Ding ja vielleicht. Schaufel. Ja, wir schaffen das auch. Komm schon. Mit Schmackes. Jawohl. Und nehmen das Ding mit. Eben, vielleicht hilft uns ja noch was. Alter, Alter, einfach ein brennendes Scheißvieh, Mann. Boah, das Ding muss doch übel heiß sein. Alter, 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 nach unten, nach unten. Willst du mich verarschen und der Kopf weg? Definiere, okay. Lebendig zum Beispiel. Ja, lebendig ist gut. Was machst du hier eigentlich? Ich wollte dich warnen vor den Bendigos. Nicht mehr nötig. Ja. Suchen wir einen Weg ins Versteck des Bastards. Was bisher geschah bei Until Dawn? Mike, es gibt keinen Schlüssel für die Seilbahn. Josh, er muss ihn haben. Er ist weg! Wir sind zu spät. Still. Vielleicht hat das Ding ihn mitgenommen in die Mine. Halt! Nicht verlegen. Großer Gott, was ist das? Ja! Oh Gott! Ja! Ich hol mir den Schlüssel direkt aus der Höhle dieser Bestie und dann schaffe ich uns alle hier wieder raus. Hey! Oh. Suchen wir einen Weg ins Versteck des Bastards.
Jahrzehntens. Reue. Eine Stunde noch bis zum Morgen. Ich werde jetzt weggehen, Josh. Wird Zeit zu lernen, dass es mehr zu fürchten gibt, als die Ausgeburten der verdrehten Einbildung eines selbstsüchtigen, verwöhnten kleinen Balks. So viele Menschen haben dich gern gehabt. Sie wollten dir helfen. Aber jedes Mal hast du sie wieder weggestoßen. Und jetzt bist du ganz alleine. So wie es scheint, wirst du nicht lange alleine sein. Nein, du bleibst nicht lange allein. Tief atmen, Josh. Tief atmen. Verwandeln wir uns? Ich vertraue euch. 6.10 Uhr, Josh in den Minen. Alter, war das gerade heftig, ne? Jetzt. Alter. Du bist nicht real. Wir waren allein da unten. Nein, nicht nochmal. Oh Gott, jetzt werden wir wahrscheinlich auch. Jetzt bist du bei uns. Familie. Geht weg! Geht weg von mir! Geht weg! Warum hast du uns nicht gerettet? Wolltest du unseren Tod? Ich wollte nicht, dass ich sterbe. Ich schwöre. Och du Scheiße. Was werden wir denn hier jetzt gleich noch alles erleben, ey? Was zum... Was zur Hölle? Unfassbar, das Ding war mal ein Mensch. Ja, vielleicht ein Bergmann. Oder ein Mitarbeiter aus dem Sanatorium. Da oben ist so viel Scheiße abgelaufen, das wäre echt keine Überraschung. Was denn für Scheiße?
Jemand hat die Wendigos eingefangen. Hat sie hübsch mit Fesseln verschnürt. Habe ich krankes Zeug entdeckt. Wow. Durch die Explosion muss ich sie befreit haben. Sauber gemacht. Alter, was ging denn gerade ab? Was war das denn? Fuck! Also jetzt ist... Also richtig abgedrehte Scheiße. Holy shit. Da war was. Gut, ich gehe rein. Komm rein, ist okay. Ganz sicher? Ich bin noch nicht tot. Berühmte letzte Worte. Mhm. Scheiße, Alter. Im Wasser auch noch, wo man sowieso nichts sieht. Alles andere als gut. Altes Wasserkraftwerk oder sowas. Jetzt erstmal raus hier aus dem Wasser. Erstmal raus. Okay, wartet mal, ich muss ganz kurz schauen, okay. Da geht's nur wieder runter ins Wasser. Wir gehen hier aber mal durch jetzt. Beziehungsweise rein oder... Was auch immer. Oh nee. Nein, nicht durchgucken, bitte nicht. Nein. Ich nehme keine Befehle mehr an. Ihr könnt mir nichts mehr befehlen. Okay. Ich vertraue euch. Jetzt würde doch einer von denen, oder? Oh. Er ist heil oder so. Josh! Mike? Josh! Hey, Mann! Nicht, schlag mich nicht, bitte. Du warst total weg, Mann. Völlig weggetreten. Wir dachten, du bleibst auf dem Trip. Los, verschwinden wir jetzt von hier. Okay. Josh, hast du den Schlüssel für die Seilbahn? Ja. Hier. Gut. Seht ihr das da vorne? Das ist ein direkter Weg raus. Kommt. Ja. George schafft's auf keinen Fall da hoch. Okay, hilfst du mir rauf, dann gehe ich zu den anderen und sag Bescheid. Ja. Ja, gut. Du bringst George wieder zurück und wir treffen uns in der Lodge. Pass gut auf. Ja, du auch. Josh, Mean. Gehen wir durch geknallter Mist. 6:14 Uhr. Und mein Controller vibriert gerade. Beziehungsweise hat bis eben noch vibriert. Oh Gott. Boah, so fest hättest du nicht zuschlagen müssen, Mann. Ja, sorry wegen vorhin, Mann. Das war wegen Jess. Mein Fehler. Ja. Wollte ich nicht. Ich wollte nicht, dass ihr sterbt. Haben wir wieder Halluzinationen, oder? Ich weiß.
Da war doch das Vieh drin. Oh nee. Boah, ist das scheiße, wenn das Spiel einen wissen lässt, was uns erwartet und... Na super. Was waren das für Geräusche? Alter. Oh, die Scheiße. Doch, das hier ist real. Das war's, oder? Nee. Das ist nicht... War das Beth oder Hannah? Die sich verwandelt hat? Scheiße. Alter, nicht dein Ernst. Wurde ihm einfach den Kopf zerquetscht. Aber wie hätten wir ihn denn retten können? Gar nicht. Ich kann nur mal wiederholen, es heißt anscheinend, man kann alle retten, aber das ist doch... Ach du Scheiße, wurde einfach der Kopf zerquetscht, Alter. Ja, willst du mich denn verarschen? Oh Gott. Ja, genau, und da wieder überall die Viecher, Leute. Ich sag's euch, ne? Es soll jetzt endlich Tag werden. Wo geht's denn hier weiter? Wahrscheinlich unten rum. Ich bin wahrscheinlich genau in die falsche Richtung gelaufen. Oh Gott. Hier rein vielleicht, ist da irgendwas? Das ist erstmal krass, dass Jess überlebt hat. Hätte ich nicht gedacht, wirklich, um ehrlich zu sein. Oh, toll. Mhm, schöne Geräusche, ne? Alles wunderbar. Boah, ich merke, ich bin noch gerade ein bisschen wortkarger geworden, weil ich echt, echt angespannt bin, Leute. Vielleicht bilden sich auch alle einfach nur alles ein und sind so voll auf dem Drogentrip. Ich habe keine Ahnung. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber wisst ihr, dass irgendwie Josh das schon mit dem Mörder fordert, aber dass er ihm irgendwie so einen Cocktail gegeben hat aus Drogen? Ich habe keine Ahnung. Nur eine Vermutung. Die aber wahrscheinlich... aber wahrscheinlich nicht bewahrheiten wird. Fliehen, verstecken. Ich glaube, wir sollten uns verstecken. Wenn es nämlich so ein Vieh ist, dann sieht es uns doch nicht. Mach's Licht aus, mach's Licht aus, mach's Licht aus. Ich sag's ja. Nicht bewegen. Ich hätte noch ein bisschen drin gewartet. Das war's, oder? Das war's. Keine Entscheidung. Durchbrechen, fliehen. Durchbrechen. Für den Moment gesichert. Oh, Lara Croft-Seil hier wieder. Sam, Mean, 6.36 Uhr. Es wird langsam hell, so wie es aussieht. Komm, springen. Wir wissen ja jetzt, wenn wir die Quicktimes nicht verkacken, dass wir es dann schaffen. Die darf ich halt auch nicht verkacken. Vorsprung greifen. Sehr schön. Wow. Nochmal oder? Oh ja, nochmal. Und wir sind oben, sehr schön. So, und jetzt nix wie weiter, Mann. Und immer diese Geräusche, Alter. Das macht einen wahnsinnig.
wir laufen. Und laufen. Hört ihr das auch? Das sind doch nicht wir und nicht schon wieder ins Wasser. Warum denn immer ins Wasser? Kalt. Komm schon, ich will einfach nur rüber. Bitte keine Erschreckung oder so. Einfach bitte übers Wasser. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir haben schon, wir werden das schaffen. Wir schaffen das. Herausklettern. So, und jetzt nix sie weiter. Auch wenn es kalt ist. Komm schon. Sam, komm schon. Gib alles jetzt. Wir haben es bald geschafft. Es wird bald hell. Dann können uns die viermal die Eier kraulen, ey. Die Viecher. Alter, die Geräusche. Spring. Oh, hoffentlich ist nichts passiert. Der Klassiker wäre jetzt Knöchel verstaucht. Okay, scheint aber nicht der Fall zu sein. Oh Gott. Boah, Alter, jetzt könnte ich Quicktime verpassen. Ich muss jetzt nicht konzentrieren. Komm schon, Sam. Oh. Nix wie rein da. Fuck, nicht dein Ernst, nicht dein Ernst, nicht dein Ernst. Oh oh. Shit, Mike. Oh Gott, du siehst schlimm aus. Wird noch schlimmer, wenn wir hier bleiben. Komm schon. Oh Mann, ob das eine gute Idee ist? Ja gut, was wollen wir machen, ne? Zerplatzt. Nicht gut. Was sollen wir jetzt tun? Sehen wir im Keller nach. Vielleicht ist da noch jemand. Könnt ihr euch nicht einfach verstecken und eine halbe Stunde, Stunde warten, bis es wieder hell wird, Freunde? Und dann immer wieder in den creepigen Keller gehen, wo ein Baseballschläger immer noch steht. Das ist das Bild. Wo ging's denn hier nochmal? Hier geht's runter. Ab in den Keller. Ich will einfach inzwischen nur, dass es Tag wird. Einfach dieses Horror. Der Horror einfach, dass er zu Ende geht. Also natürlich nicht das Spiel, das finde ich schade, aber ihr wisst, was ich meine. Lauf, lauf, lauf und guck nicht. Verschließen, verschließen. Oh Gott. Alter, ich hoffe, das war diesmal eine gute Entscheidung. Wir haben jetzt ein bisschen mehr Zeit. Oh Gott, bitte keine Entscheidung. Bitte, 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 bitte nicht. Nee. Nicht bewegen. Bewegen. Ne?
nicht bewegen. Beweg keinen Zentimeter. Ich bewege es immer noch nicht. Oh, gibt's jetzt einen Fight oder was? Alter, ist das heftig. Gas strömt aus. Scheiße. Wenn wir das anzünden, verrecken wir aber. Wir haben die Vorahnung gesehen. Ist das übel. Alter. Geh weg, da ist nix. Oh Gott. Mike retten, zu Schalter laufen. Alter, ich weiß es nicht. Retten wir damit Mike? Vielleicht verreckt es hier. Keine Ahnung. Nein, nein. Oh mein Gott, Alter. Als ob. Ich habe damit jetzt nicht alle umgebracht, oder? Vorsicht, Kontakt! Das Hauptgebäude ist vollkommen zerstört. Moment, ich sehe da etwas. Es scheint Überlebende zu geben. Gut, wir gehen runter. Wir sehen ja nochmal die Tode. Da war jetzt nicht das Ende, oder? Das war jetzt nicht das Ende, Freunde. Haben wir somit... Hätten wir es anders lösen können? Vielleicht diese Person getötet? Was? Nein, nein, Sie verstehen das nicht. Glauben Sie... Hat er Sie angegriffen? Er hat mich gerettet. Und ich habe ihn sterben sehen. Wie gelangten Sie in die Mine? Ich wurde getragen und geschleift. Was konnten Sie sehen? Ich weiß nicht. Er war doch mein Freund. Nachdem seine Schwestern verschwunden waren, haben wir oft geredet. Er sagte, ich wäre die Einzige, die ihn versteht. Ich dachte, wir ständen uns nahe.
wenn Sie mit jemandem reden wollen. Danke, nein. Manchmal nach einem traumatischen Erlebnis. Ich sagte doch nein. Mike. Was wissen Sie noch? Er hat mich gesucht. Wirklich. Sie gesucht? Wo ist er? Hat er überlebt? Ich war schuld an Mikes Tod. Ich sollte mich nicht bewegen. Aber das habe ich. Er hat mich gerettet. Ich bin schuld an seinem Tod. Sie müssen mir zuhören. Es ist mir egal, ob Sie mir glauben oder nicht. Ganz egal, denn das werden Sie. Sie müssen runter in die Minen. Was ist in den Minen, Sam? Ich habe gesehen, was dort ist. Und ich würde alles geben, es zu vergessen. Tja. Das war's also. Boah. Alter, Freunde, ne? Ich habe gerade wahrscheinlich die Facecam inzwischen schon ausgeblendet. Alter, ach du Scheiße. Der Schluss, ne? Ich komme gerade nicht drauf klar. Waren wir jetzt schuld, dass wir 3 Leute umgebracht haben noch, oder 4 sogar? Oder wären wir anders alle gestorben? Ich habe keine Ahnung, Freunde. Ich weiß es nicht. Ich finde den Schluss auch so abrupt. Ich bin gerade immer noch ein bisschen sprachlos. Das Spiel war der absolute Wahnsinn. Ich fand's richtig gut. Es war ein bisschen kurz, muss man zugeben, aber die Musik, die Atmosphäre, wie ich mich oft erschrocken habe, alter Schwede, ne? Der Wahnsinn. Schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare euer Resümee zu dem Spiel. Würde mich interessieren und ich hoffe, dass euch das Let's Play genauso gut gefallen hat wie mir auch und freue mich auf ein folgendes Projekt, was bestimmt auch irgendwann kommen wird. Alter Falter, ey. Der Wahnsinn. Es wird wahrscheinlich nochmal, ich mache wahrscheinlich nochmal ein Video, das weiß ich noch nicht, muss ich mal gucken, irgendwie zu Specials. Und ja, ich würde sagen, ich lasse den Abspann jetzt noch laufen. Und das war's dann von meiner Seite. Vielen Dank fürs Zuschauen, für das ganze Let's Play. Vielen Dank fürs Mitkommentieren. Und bis dahin.